Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Ihr seht schon, wir machen heute ein Special Video und zwar 30 Minuten ohne Cut, ohne alles. Das habe ich schon mal vor 3 Jahren, boah, das ist schon 3 Jahre her gemacht, krass. Wir switchen hier mal auf COD. Das Ganze geht ja auch in einer Version, die ich gar nicht schneiden muss. Es ist unglaublich. Ja, ich muss jetzt mal kurz hier ein bisschen das hier rüberschieben. Das kann ja wohl nicht sein. Hier ist ja unprofessionell. Gibt's ja nicht. So. Sehr schön. Genau, Leute. Wir werden nämlich heute eine halbe Stunde spielen und ich wollte mal ein bisschen gucken, was es hier Neues gibt. Und zwar habe ich hier TDM 85 gesehen. Ich habe keine Ahnung, wer jetzt da saß bei denen und dachte, wir brauchen jetzt TDM 85. Man hätte natürlich auch genauso gut irgendwie mal eine Runde TDM 100 nochmal machen können oder TDM 150, aber nein, TDM 85. So, alles klar, Digga. Auf jeden Fall. Gucken wir einfach mal, was hier so geht. Alter, die Lobby sieht ja schon belastend aus. Wir werden jetzt aber auch wirklich alles drin haben, was zu so einem Video gehört. Wie zum Beispiel auch Lobby suchen und so weiter und so fort. Ich habe jetzt auch keinen Bock, mich hier abschlachten zu lassen, müsst ihr wissen. Und deswegen gucken wir einfach mal. Ja, halbe Stunde Special. Und ich weiß noch, wer weiß es von euch noch, vor 3 Jahren zu Weihnachten, da habe ich ein 2,5 Stunden Zombie-Video gemacht. Das war auf jeden Fall auch krass. Mit Gaps damals und Pure. Heftige Zeiten waren das. Ich würde sagen, das hier sieht nach unserer ersten Runde aus. Wir können ja mal was Neues ausprobieren. Wir können ja mal hier Drohne, Sniper's Nest und Attack Chopper benutzen. Habe ich beides noch nicht so wirklich ausprobiert. Und dann brauchen wir, glaube ich, noch statt diesem hier bräuchten wir dann das ComSec Drive. Okay, oder Device oder I don't know. Ich habe es jetzt nicht gelesen. Ja, das werden wir uns alles so stellen. Da könnte man eventuell einen Cut machen, wenn man cutten dürfte. Aber man darf nicht cutten, deswegen eine halbe Stunde machen wir jetzt einfach mal gemeinsam. Ich freue mich schon drauf auf die Zeit und gucken mal, was alles so abgeht. Und wie gesagt, wenn ich komplett verkacke, dann ist das jetzt auch im Video drin. Wobei ich glaube ohne... ich sollte Crash benutzen. Okay, nice. Let's go. Gucken wir doch mal, wie das jetzt hier abgeht. Ich habe jetzt Bock auf die Hardest Agenten-Mod, weil man damit einfach so schnell läuft. Ihr wisst vielleicht auch das Video Spezialisten-Bonus in Black Ops 4. Da habe ich das auch ein bisschen gezeigt und es macht einfach mega Spaß. Und wir gucken jetzt einfach mal, wie die Runden so laufen. Und ich hoffe, ihr habt einen schönen Dezember bisher. Ich habe ja jetzt in ein paar Tagen auch Geburtstag. In einigen Tagen, am 17. werde ich dann tatsächlich, ich will es gar nicht aussprechen, alt. Ich werde offiziell alt. So, okay, Leute. Gucken wir doch mal, Digga, die beiden Helis sehen ja einfach unten in der Vorschau immer exakt gleich aus, Digga. What the hell? Okay, da waren 4 Leute, die auf mich geschossen haben. Ich glaube, es ist auch nicht die richtige Waffe, um so zu challengen, Marcel. So. Digga, das ist so krank, was man damit teilweise machen kann. Hallo? Bitte einmal stehen bleiben. Nein, 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 nein. Na, was? Nein, ich hätte alle 3 kriegen können, stattdessen kriege ich nur einen. Leute, ich habe ja, ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt schon hochgeladen habe, das ist das Problem. Ne, ich verrate noch nichts darüber. Auf jeden Fall kommen einige coole Sachen im Dezember, auch auf Scorpion Plays. Hauptkanal bin ich ja auch gerade irgendwie am Durchziehen, I don't know. Kommen da welche, oder? Komm, challenge mal. Ehrenmann, Ehrenmann. Macht diese Waffe einfach unglaublich viel Spaß, und zwar auch aus dem Grund, dass sie nicht so overpowered ist wie die Titan zum Beispiel. Ich dachte schon, also Teammates, hätten die mir jetzt nicht geholfen, ich wäre enttäuscht gewesen. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Nice. Hauptsache ich krieg die Punkte, wenn ich auf die Streaks spiele so ein bisschen. Okay. Munitionspack. Das ist immer gut. Als ob du nicht challenged, Digga. Okay. So, wir gucken. Wir spielen mal ein bisschen eklig gerade. Okay, wir haben unsere Drohne, wir müssen auf jeden Fall mal nachladen. So, das Ding ist, solange wir jetzt Kills machen, bekommen wir dafür extra Punkte. Warum das Ganze? Okay, ich muss gerade wirklich... Okay, ich glaube, wenn ich hier liegen bleibe, dann könnte das ganz gut klappen. Das war auf jeden Fall, sein Ninebang war perfekt. Mit mir hast du nicht gerechnet. Wir haben beide Streaks, let's go. Ne, wir haben Sniper's Nest. Okay, hauen wir erstmal raus und jetzt hoffen wir, dass wir... So muss das doch laufen, Digga. So muss das doch laufen, Mann. Oh mein Gott, Digga, was geht denn hier ab? Beste Leben. Danke an die Jungs, dass sie sich da so schön in eine Reihe gestellt haben. Ich würde sagen, die erste Runde fängt schon mal relativ stabil an, oder? Hast du eine Shotgun gehabt?
Auf jeden Fall läuft es gut, Digga. 21 zu 2 nach kürzester Zeit. Da ist einer. Okay, schnell weg, schnell weg. Wir haben die Streaks tatsächlich überschrieben, Leute. Wir haben die Streaks überschrieben. Ich weiß gar nicht, was das jetzt hier für eine Runde werden kann. Ich kenne mich dann. Der Typ hier wurde so weggemacht. Ich glaube, das war der hier, oder? Ja. Jetzt spawnen die da unten. Okay, wir laufen nochmal schnell hier lang. Hm, oh Gott, alle da unten, ey. Als ob du mich jetzt holst. Ja, Mann, genau richtig entschieden. Kann ich mich jetzt bitte heilen? Danke. So, jetzt hauen wir mal den richtigen Heli raus. Beide Helis gleichzeitig gehen nämlich leider nicht. Ich habe einfach mal drauf gesweatet, dass der Heli hier der bessere ist. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, aber nicht. Eventuell stimmt das gar nicht. Ja, das war ein bisschen zu weit. Aber vielleicht kann der Teammate das ja erledigen. Oder der Heli. Einer von den beiden macht das schon. Okay, das ist wirklich, wirklich... Eine Runde mit sehr, sehr viel Potenzial, Leute. Eine Runde mit extrem viel Potenzial. What the hell, ey. Okay. Sind die da hinten? Okay, einer ist hier hinten noch. Habt ihr den, Teammates? Okay. Heli ist weg. Wir holen den nächsten rein. Da kennen wir nämlich nichts, Leute. Da kennen wir original gar nichts. Ich glaube, hier ist einer. Irgendwo hier sind Gegner, Mann. Ich will jetzt gerade nicht sterben, wisst ihr? Weil es gerade zu gut läuft, um jetzt einfach zu sterben. Um jetzt das Zeitliche zu segnen, wie man so schön sagt. So, wo ist denn der Typ da jetzt? Okay. Wir haben den nächsten Heli. Das ist sogar schlau gewesen, dass ich kurz gechillt habe. War natürlich alles Absicht, Leute. Ihr kennt das doch. Gucken wir jetzt mal. Gott, Digga. Okay, nice. Jetzt kommen die wieder von hier. Nice. Die sind immer noch da, Alter. Okay. Ich wusste es. Ich hab's gerade irgendwie überlebt, Digga. What? Habe ich genug Munition? Heli raus. Noch 5 Kills gibt es zu holen. Wir gehen jetzt voll rein. Okay, Digga, wie viele Kills habe ich gemacht? Wie viele Kills habe ich gemacht? Komm, haut nochmal. Digga, die Range ist etwas zu weit. Okay, wie viele Kills habe ich gemacht, Leute? Oh mein Gott, 52 Kills in der ersten Runde, Digga. Oh. Alter. Alter, das wäre bei TDM 75 eine Scump-Challenge, Mann. Beziehungsweise vielleicht würde ein Kill fehlen. 52 Kills. Oh, Digga, das war eine heftige Runde, Digga. Ach du Scheiße. Ja, ich würde sagen, damit kann man gut mal reinstarten in so ein Video. Heftig, Mann. Digga, das war nice. Das war nice. Digga, erstmal zwei Level aufgestiegen hier. So, jetzt können wir mal ein bisschen hier durchswitchen. Zwei Helis dabei zu haben, ist gar nicht so schlau. Ja, mal so machen hier. Auf jeden Fall sind alle rausgegangen, weil das war auch hart. Ja, sowas mal in so einem Video hier zu schaffen, jetzt crasht die Lobby, ist natürlich auch echt mal ein nice Gefühl so. Das ist natürlich wirklich perfekt, sowas mal in so einem Video hier einfach auf die Beine zu stellen. Alter, das war krass. Das war wirklich heftig, Digga. Das ist wirklich einfach mal geil, weil so, normalerweise sind das immer die Videos hier, wo so original gar nichts, Digga, es laggt wieder alles, wo so eigentlich gar nichts klappen darf. Wo so wirklich nichts normalerweise klappt, umso besser. Mein bestes TDM war das schon mal. Ja, oh, Payload, Alter. Payload gefällt mir ganz und gar nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ist nicht wirklich die schönste Map in meinen Augen. Ist ein bisschen merkwürdig, diese Spots da auch, die sie jetzt gerade hier auch zeigen. Das feiere ich irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht. Team Deathmatch. Wie lange läuft die schon?
Nee, Digga, da gehe ich raus. Solche Runden kann ich gar nicht leiden. Boah, ich bin komplett fasziniert von der Runde eben. Das war echt nice. Ich habe da auch krasse Sachen belegt. Ich hatte sogar eine 20er Gunstreak. Ich hätte sogar auf Nuklear teilweise gehen können. Ganz am Ende vielleicht. Eieiei, Mann. Bruder, das war krass. So, jetzt können wir mal gucken. Wir können ja auch ein paar Modi ausprobieren. Das ist ja das Coole bei so Halbstunden-Videos. Wobei eigentlich brauche ich jetzt gar kein TDM mehr zu spielen. Jetzt joinen wir sowieso wieder nach. TDM ist jetzt sowieso schon. Was soll da jetzt noch passieren? Eine bessere Runde kommt sowieso nicht. Vor allem stell mal vor, ich hätte Strike-Team gehabt statt zwei Helis, ne? Das wäre zu heftig gewesen, Leute. Ihr kennt es. Muss auch mal aufs Handy schauen hier. So, okay. Gucken wir doch mal. Die läuft auch schon lange. Okay, so, wir machen jetzt Folgendes. Wir gucken jetzt mal ein paar andere Modi an. Ein bisschen durchprobieren, würde ich sagen. Ich habe mal Bock auf Suche und Zerstören zum Beispiel. Wir spielen jetzt mal eine Runde Suche und Zerstören einfach. Weil ich es einfach noch nicht gemacht habe. Und für die Leute, die es interessiert, ist es natürlich eine besondere Ehre, das tun zu können. So, Multiplayer. Bisschen Blackout könnte man auch spielen. Könnte man in die Kommentare Blackout schreiben, wenn ich mal ein bisschen Blackout zeigen soll. Okay, so. Ich habe dafür nicht mal eine Klasse, die einigermaßen Sinn macht. Machen wir uns jetzt mal eine Suche- und Zerstören-Klasse. Da brauchen wir auf jeden Fall gute Präzision. Wir nehmen mal die ICR mit dem Rotpunkt-Griff, Griff und Longbarrel. Okay, natürlich nehmen wir die heftige ICR. Ah, nein, müssen wir nochmal zurückgehen. Die hier nehmen wir dann, weil das ist einfach zu heftig. Griff, Quickdraw, Griff und Quickdraw sollte eigentlich Longbarrel sein. Okay, jetzt brauchen wir Geist. Jetzt, ah, warte, nee, wir machen das nämlich so. Wir machen das so, wir machen nur zweimal Griff. Dann kann ich nämlich hier hinten noch Totenstille reinpacken. Und dann sieht das Ganze doch schon etwas besser aus. Hier aber kein Scavenger, sondern Flak Jacket. Und jetzt brauchen wir hier diese Tarnung. Boom. Okay, nice, Mann, nice. Suche und zerstören. Ich habe das wirklich, habe ich, glaube ich, einmal so Private Match mäßig gespielt, aber sonst nicht. Also so noch nicht irgendwie mal online eine Runde. Und ich weiß gar nicht, was das für Leute. Oh, Nuketown. Oh, nee, ey. Nuketown, Suche und zerstören. Das wird was, ey. Das wird auf jeden Fall witzig. Naja, aber wir müssen mal schauen, ne? Man weiß ja nie. Vielleicht ist es ja wirklich nice. Ich weiß noch, früher Nuketown Suche und Zerstören war immer mit Kollegen. Es war so lustig, ne? Okay, ich glaube, jetzt kann man hier auch nur einen Specialisten nehmen. Welcher macht denn Sinn, Suche und Zerstören, ey? Digga, ich habe jetzt eh schon viel zu lange gebraucht. Nehmen wir einfach mal. Ne, eine Ruin nehmen wir. Okay. Falsche Klasse ist am Start. Die hier brauchen wir. Boah, diese Mastercraft sieht schon fett aus. Okay, mein Teammate sniped mit seiner ultra riesigen Paladin, Alter. Alter, mit dem Visier sieht die Waffe ja gigantisch aus. Oh, ist das überhaupt die Paladin? Ja doch, oder? Alter, okay. Suchen und zerstören. Man darf nur nicht zu Pussy-like spielen. Hinter mir könnte einer sein. Ich wollte gerade sagen, hinter mir könnte einer sein, weil kein Teammate da checkt, Digga. Killeraffe 98. Okay, gucken wir uns mal ein paar Legenden zu. Das ist ein bisschen DSDSU-Style. Okay, also der hier ist schon mal richtig offensiv. Ja, das war es komplett. Ja, okay, wir haben nur noch die beiden. Ich würde sagen, die Runde sieht nicht so stabil aus. Okay, gucken wir. Jetzt ist er gefragt. Erster Kill. Er hebt die Waffe auf oder hat er Overkill? Er überlebt irgendwie, aber hinter ihm ist noch einer. Er weiß es nicht. Oh, tja. Burak hat dich geholt. Digga, The Flow Ops. Das war's dann wieder komplett. Kann man nichts machen. Gucken wir uns das nochmal an hier. Killeraffe. Holt er mich? Ah, ich glaube, mit meinem Team sieht das gerade nicht so gut aus. Okay, wir wirklich als Ziel setzen, dieses Suchen und Zerstören zu gewinnen. Aber das ist wirklich nicht einfach, ey. Mit dem Team wird das nicht einfach. Nein, die Bombe könnt ihr nehmen, ey. Okay. Wir haben auf jeden Fall einmal jetzt das Ding zum Rand ziehen. Das ist gut. Ja, einer ist schon mal AFK, das ist wirklich nicht. Okay, da drüben ist einer am Snipen. Wir lassen uns leider komplett trappen gerade. Da ist hundertprozentig jemand, oder? Digga, mein Team ist wirklich auch so passiv. Okay, wir haben ihn. Okay, nice. Okay, 5 gegen 2. Okay, vielleicht ist einer AFK. Okay, nice. Come on. Let's go. 1-1. Irgendwie würde ich hier lieber mit einer MP spielen.
Aber gar keine Klassen. Gucken wir uns mal an hier. Das, hat er zwei geholt? Er hat keinen einzigen Schaden bekommen. Und er bodyshootet auch noch. Jetzt geht's aber los hier. Sag mal. Ah, wir haben schon Halbzeit, Leute. Das ging schnell. Krass. Okay. An allen vorbei. Wo bist du, Digga? Nein! Er wusste es nicht mal. Okay, nice, nice, Digga. 3 gegen 3. Der ist da bestimmt immer noch drin, oder? Ja. Der hat mich einfach geholt. Ich komme nicht klar. Okay, 2 gegen 2. Let's go. 2 gegen 1. Das können die eigentlich nicht abgeben. Oh, das ist jetzt 1v1. Ja! Let's go, Mann! Geil, Digga. So muss das sein. Schön noch Bodyshooten. Der gefällt mir, der Teammate. Noch 2 Runden brauchen wir. Ich kann aber nicht glauben, wie er mich geholt hat eben, ne? Jetzt komme ich, jetzt komme ich. Es ist so krass. Guckt euch diesen Kill an. Ey, das ist ja so wirklich krass, ne? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist ein richtiger alte Leute-Spruch im Übrigen. Okay, der hat ihn, glaube ich, geholt, der da durchgeguckt hätte. Fuck, 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 fuck. Ah, er holt 2 damit. Okay, jetzt ist es gerade belastend. 2 gegen mehrere. Da ist einer. Er heatwaved. Also, ich bin tot, ich bin safe tot. Ja, er heat. Das war die krasseste Spezialistenkombination der Erde. Ach, nee, ey. Oha, Teammate rastet komplett aus. Wenn du ihn jetzt noch snipest, Digga. Er ist so trapped. Halt's Maul. Oh Gott, das ist Lenkrad kurz nach oben gezogen. Er will ihm die Ehre auch wirklich nehmen. Es ist so spannend gerade. Okay, Digga, wer muss denn die Bombe legen? Wir. Ja, okay, Digga, du musst challengen, Bruder. Ja, genau, bricht den Ehrenkodex. Sauber, Mann. Der andere dachte nämlich, er hat nur einen Sniper. Das war eigentlich schlau, Mann. Digga, nice. Ich bin zwar komplett im Rucksack diese Runde, aber scheiß drauf. Man muss sich auch mal gönnen. Man muss sich auch mal gönnen. Oh, er. Nice, Mann. Er ist wirklich komplett huge gegangen. Okay. So, diesmal klappt das, Digga. Jawohl, diesmal hat es endlich geklappt. Ich habe beide geholt. Let's go. Jetzt nur noch ein Gegner. Boah, haben wir die überrollt. Haben wir die überrollt. Wir haben es schon, oder? Hä? Hier ist er. Nice. Noch positiv gegangen. Okay, das TDM haben wir, das SND haben wir gewonnen. Digga. Legendär irgendwie, Mann. Ohne Scheiß. Digga, das war wirklich nice, dass dieses Play am Anfang endlich geklappt hat. Es hat wirklich Spaß gemacht. Nuketown ist halt so eine Map, da kannst du auch nicht so richtig ruhig spielen. Aber was auf jeden Fall cool ist, dass jetzt auch TDM 5, SND 5 gegen 5 ist, so wie Competitive auch. Deswegen kann man jetzt dieses Competitive-Feeling schon auch entwickeln. Wäre aber geil, wenn es einfach bis 6 gehen würde. Und wann kommt endlich der Arena-Modus? Zwei Fragen in meinem Kopf. Der Arena-Modus, es wird doch langsam mal Zeit, verdammt. Das werden so coole Videos, wenn der kommt. Marokko oder Zufall? Ich würde sagen, wir spielen auf jeden Fall noch eine Runde TDM. Ich sag jedes Mal TDM, will ich komplett trollen? Komm, machen wir was. Ich glaube, ich habe das noch nicht frei, oder? Das ist hier die Klasse.
Guck, wenn wir hier einen Overkill reinmachen, habe ich das schon? Ja. Ah, ich schaff's nicht mehr richtig, oder? Obwohl, doch, komm. Eine Saug hier noch rein. Ah, es hat nicht geklappt. Mann, ein Klick hat gefehlt. Okay, Simon Gridlock. Wer den Gag versteht, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Na gut, okay. Come on. Dann gucken wir doch mal, wie das jetzt hier läuft. Okay, wir nehmen diesmal. Was bringt denn hier was, Mann? Ich check das gerade gar nicht. Nehmen wir Firebreak. Guck, die Saug ist wirklich nicht mehr drin. Das wäre das Einzige, was gefehlt hat. Oder hat Stimshot auch gefehlt? Nee, hat's nicht mal. Egal, machen wir nochmal die S&D-Klasse hier. Komm, wir spielen mal ein bisschen Game Sound lauter für mich. Ein bisschen Sound tun. Okay, come on. Gridlock ist halt eine viel bessere Map als Nuketown, wenn man hier einfach ein bisschen schlauer spielen kann. Wo die Gegner können ja auch mehr campen natürlich. Komm, wir laufen mal hier rechts. Ich habe noch nicht mal Game Battles oder so angespielt. Ich habe wirklich keine Ahnung. Okay, wir spielen es schlau, wir spielen es schlau. Ich will nämlich nicht mein Leben billig verlieren. Genau, 5 gegen 4 ist schon mal gute Drucksituation für die Gegner. Und jetzt können wir hier vielleicht eingreifen. Genau, können wir. Hier ist nämlich jemand. Da. Die waren zu zweit GGs, Digga. Ah, er hat den perfekten Winkel sogar gekriegt. Oh, Digga, dieser Bura campt aber schon hart, ne? Die ganze Zeit, Mann. Was? Der Kill wäre für Selbstbewusstsein wichtig gewesen. Er spielt genau die Klasse, die ich spielen wollte, by the way. Auch Overkill Saug. Also wenn Sir Seth auf die Runde holt, dann ist er eine Legende. Es wäre sogar gegangen, die waren lined up, ne? Ach, come on. Okay, wir liegen 1-0 hinten. Guck mal, er hätte beide kriegen können. Er hat halt. Okay. So, ich spiele zwar eine Runde mit der Bombe. Ich kenne mich halt noch so wenig aus in S&D. Guck mal, wie er sich aber auskennt, der kleine Killeraffe, Digga. No way. Guck mal, Leute, ich bin ein richtiger Noob in dem Modus. Zum Glück hatte ich das gute TDM in dem Video. Digga, komplett Noob, aber. Ich kenne die Laufwege ja mal gar nicht, ey. Und 5 gegen 5, ich unterschätze voll, dass überall welche sein können. Ich denke immer noch 4 gegen 4. Okay. Okay, das ist ganz andere Hase, wenn die Gegner wissen, wo man hinkommt und ich selber es nicht weiß. Okay. Guck mal, kein Teammate kommt mit, da kann ich es hier direkt sein lassen. Danke, dass du hier so aktiv am Start bist, Digga. Die Gegner haben A geplantet, ich kann nicht mehr. Digga, die. 4 gegen 3. 4 gegen 3. Wo campst du? Ich bin der Beste, Digga. Ach ja. Mann. Habe ich wenigstens 2 Kills gekriegt? Nein, habe ich nicht mal. Oh, mein Team ist ja komplett vorbei. Okay. Sir Sethoff wieder die Legende. Wie er ihn weggemacht hat. Das war big. Das war wichtig, ey. So kann ich von der anderen Seite kommen. Okay. Okay, jetzt müssen wir wieder legen. Ich mache jetzt mal das, was mein Bombenleger macht. Ist das hier mein Bombenleger? Okay, er versucht den First Pick zu snipen, okay.
Boah. Okay, das sind drei Gegner. Geht das so weit? Okay. Ich versuche es von hinten, weil da hinten ist die Bombe auch. 3 gegen 4, okay. Nur nicht von. Okay, 1 gegen 4. Die anderen sind eh alle da hinten. Die sind alle da hinten irgendwo. Ja, es war schwer. Es war schwer. Auf 2 habe ich es reduziert gekriegt, aber nicht auf 0. Belastend, belastend, belastend. Der hat so kassiert, Mann. Ich war auf 15 HP runter? Das kam in dem Moment überhaupt nicht so vor. Okay, okay, wir dürfen die Runde nicht verlieren, sonst haben wir das S&D leider verloren. Und darauf habe ich natürlich 0 Böcke. Okay. Ist, die sind hier, Digga. Sind die alle da lang gelaufen? Wir haben schon einen Spieler verloren. Digga, der arme Teammate, ohne Scheiß jetzt, ne? Mann, ich hätte eine Sekunde mehr gebraucht. Okay, wir müssen auf jeden Fall zu B gehen. Gegner haben A-Seeker. Ich. Boah, Mann. Oh, er. Oh. Okay, wir haben es verloren, Leute. Außer Khalid macht das Big Play seines Lebens. Aber es sieht nicht danach aus, Leute. Boah, das. Ich bin eh glücklich, weil das TDM am Anfang war. Ja, wahrscheinlich, oder? Das TDM. Aber wir machen noch eine Runde. Wir machen noch eine Runde, Leute. Auf jeden Fall. Aber nicht S&D. Come on jetzt, mein Gott. Das kann ja wohl nicht sein. Okay. Wir machen jetzt noch mal. Eine Runde. Ich weiß nicht, Digga. Ich spiele eine Runde Blackout, komm. Mal gucken, wie das da so läuft. Digga, das lädt immer so lange, kennt ihr das? Ich habe sogar PS4 Pro, juckt die gar nicht. Wirklich null. Okay. Blackout, zack. Und Solo. Okay. Ein Ründchen Blackout. Ich weiß auch, ich habe einfach in der Beta die 15-Kill-Runde gemacht. Und danach habe ich irgendwie aufgehört, das zu spielen. Ich bin Level 5 einfach. Kompletter Noob. Immer noch 88 Leute sind da drin, okay. Ich weiß auch, wo ich in Bulgarien meine erste Blackout-Runde im Hotel mit der schlechtesten Leitung der Welt gespielt habe, ey. Und direkt Zweiter geworden bin. Das war schon cool. Das war schon lecker. Das ist lecker, du. So. Okay. So. Okay, können wir bitte spielen? Hallo? Bitte? Hallo? Okay.
Kann man hier so drüber? Boah, Digga, ich glaube, das sollte man online. Okay, diesen Sprung sollte man online wahrscheinlich lieber nicht machen. Okay, das ist unsere Flugbahn. Seid ihr hier doch mal Train Station, oder? Auf entspannt. Okay. Wie alle schon getriggert haben, Digga. Okay, 70 Meter pro Sekunde und Richtung Train Station. Und wir werden auf jeden Fall nicht mal ansatzweise alleine da sein. Das wird jetzt krass. Und wir fliegen direkt in dieses Fenster. Come on. Das sah gerade ziel- und schön aus. Gib her. Okay. Okay. Okay, nice. Wir haben den ersten. Paranoia. Vielleicht können wir hier mal reingucken. Okay, der Typ hat absolut nichts gehabt, der Arme. Oh, ein Griff noch. Okay, die Waffe ist schon mal ganz gut. Das hier, Medikit, Engineer, Brawler, ah, Trauma-Kit nehmen wir direkt. Muss doch gucken, wie das nochmal geht. So. Genau so, und jetzt will ich das Medikit. Das ist da. Genau, okay, nice. Digga, ich dachte gerade, ich habe was gehört. Okay. Boah, müssen wir weit. Okay, ich will aber erstmal noch kurz gucken hier. Wo sind die jetzt? Boah, Digga, wie er da gecampt hat, ich komme nicht klar. Kann ich direkt das hier anziehen? Was ist der Einzige? Okay. Okay. Da hinten ist auch Action. Gehen wir aber nicht hin. Was höre ich hier? Oh. Bowie Knife. Was ist hier gerade lang gefahren? Ich brauche auf jeden Fall. Ein Sniper Scope eigentlich. Weil wir snipen erstmal nicht, nehmen erstmal die Saug für Nahkampf. Okay, fuck, ich muss los. Okay, er fährt da lang. Hey, fährt er jetzt nicht über die Brücke? Ah, er fährt unten über die Straße. Hey, wo ist er denn jetzt lang gefahren? Ah, er ist hier drüber gefahren. Hier kommt noch einer. Digga.
Digga, das ist so krank. Ich kann einfach. Da unten ist einer auf jeden Fall. Ich brauche von ihm das Fahrzeug, Mann. Und noch einer. Da hinten kämpfen die. Okay. Ja, okay, der wird jetzt hier über die Brücke schießen. Genau, ich bin jetzt neben dem. Okay, hab ihn. Ich muss dahin, da unten ist ein Auto, das muss ich nehmen. Noch ein Auto. Okay. Alles klar, Digga, er ist der Beste. Lasst ein Like da, haut rein und ciao.